Der Plot ist so langweilig wie der von einem miesen Hollywood-Streifen. Sobald es etwas kostet, sehen die bürgerlichen Parteien in unserem Land rot. Dabei geht es bei Lex Netflix gar nicht ums eigene Portemonnaie, sondern um ausländische Firmen, die sich in der Schweiz eine goldige Nase verdienen. Jetzt will aber der Bundesrat Streamingdienst dazu verpflichten, Geld in einheimischen Filmschaffen zu stecken. 4% von dem, was sie hier bei uns verdienen, sollen sie auch wieder hier investieren. Die Gegner von dieser Vorlage, die toben jetzt natürlich. Sie reden von Zwangsabgaben, sie reden von Zwangsquoten für Filme und Serien, die eh kein Mensch schauen will. Ein Walliser FDP-Nationalrat hat das Gesetz sogar mit der rassistischen Schwarzenbach-Initiative von 1970 verglichen. Cut! Netflix! Und chillen's mal! Im Kern geht es bei dieser Abstimmung doch um ein urliberales Anliegen. Um Gleichheit vor dem Gesetz nämlich. Um gleich lange Spiess für alle. In der Schweiz müssen Fernsehsender schon lange 4% von ihrem Umsatz in einheimische Produktionen investieren. Bei unseren Nachbarn sieht es nicht anders aus. In sämtlichen EU-Ländern müssen Netflix und Co. ein Drittel europäische Filme und Serien zeigen. Und zum Teil noch viel mehr als nur die 4% investieren. Wer jetzt behauptet, Netflix werde bei einem Ja zu diesem Gesetz die Abo-Preise aufschrauben, das ist schon letzten Januar passiert. Und das nicht aus einer wirtschaftlichen Notwendigkeit. Sondern ganz einfach, weil die Amis das Gefühl haben, wir reichen Schweizerinnen und Schweizer können uns das leisten. Nummer 9 ist aber nicht so cool. Wenn ein kleiner Teil von diesen Gewinnen für neue Schweizer Filme und Serien gebraucht wird, profitieren am Schluss alle. Und Zucker muss kein Eintagsflüge bleiben.